Ach, guck mal da, wo was hin, Leute? Es ist Freitag. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Minimi Sims Paradies bei meiner Crazy Let's Play Family. Jetzt inzwischen Family, denn unser Patsy hat ja geheiert in der Woche. Patsy Frizzle Poops und die waren schon in der Flitterwoche. Alles ist gut. Das Baby ist geboren worden. Das habt ihr alles in der letzten Folge gesehen, sofern ihr es gesehen habt, ne? Wir sind jetzt so angekommen in dem Haus zurück bei der Patsy. Wir haben ein bisschen schon umgestellt. In eurem Zimmer hat sie sich breitschlagen lassen, dass da doch ein Baby wie Key kommt. Die darf sich jetzt nicht ums Baby kümmern, weil die wollt gar kein Kind. Das ist jetzt ein Unfall gewesen. Und unser süßer Harry macht das alles mit dem Baby. Da ist sie. Mary Joanna. Ja, ihr wisst schon, Mary Joanna. Und du ist da das Zimmer schon eingerichtet worden. So, ich zeige euch das noch einmal ein bisschen normal. Das wollte ich gerade mal gezeigt habe, bevor ich da jetzt loslege mit der Erfolg. Und der kümmert sich jetzt um das Baby. Und da ist ein Bettchen, falls sie mal ein bisschen Zoft haben, da kann er da auch ausweichen in das Zimmerchen. Oder das Kind schläft drin, es ist ja ein Kinderbett, falls sie groß wird oder so. Wir werden sehen, wie das alles läuft. Ich habe den Woohoo Wellness Mod jetzt drin und da musste ich ein bisschen an der Einstellung rumpopeln. Denn der Harry, der hatte dasselbe Moodlet wie die, weil sie hat es von Natur aus gehabt, dass er halt gar kein Kind wollt. Das ist unerwünschtes Kind, das ist großer Stress. Sie ist froh, dass sie nicht mehr schwanger ist. Vielleicht gewöhnt sie sich ans Baby. Aber ich finde es richtig gut, dass dieses Moodlet von, das habe ich nicht gemacht, das ist von ihr. Der hat jetzt gar keins aktuell, aber er ist happy, dass er einen neuen Freund hat. Und ich hätte ganz gern, also ihr seid im Glaube, der freut sich unglaublich. Der war dabei, der weiß nicht, dass das Kind nicht von dem ist. Die Schuh, wonderful Schuh. Leute, ich mache jetzt das Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Alla hopp. Sind wir wieder zurück bei der Patsy und die Patsy ist das erste Mal joggen gegangen. Ich weiß gar nicht warum. Ist der langweilig oder was? Neugierig auf Gruppe, zu viel Arbeit und auch Gruppeversammlungen. Jo, ich will. Die hatte, da muss ich euch noch was zeigen gleich. Ich muss mit der Patsy heute noch unterwegs was machen. Und die soll erst einmal aufs Klo gehen und dann zeige ich euch was. So von wem Auftrag, die geht dann noch wohin. Mal gucken, ob ich es alles gebacken kriege. Ne? Ich muss da eben das alte Bett rausschmeißen, weil CC, bei mir gehen mal CC-Betten nicht mehr, die muss ich alle noch raus befördern. Wir haben Civil War und Orminut. Ich muss gucken, ob ich fortkomme, weil die hatte große Auftragkarte und ich muss euch noch zeigen, was ist das für ein Auftrag gewesen, weshalb, da gibt es nämlich Kohle. So, unser Patsy ist jetzt in Essex Springs gelandet und die muss halt so das Haus umbauen. Der ist der Verwalter für die Tinas Playzone. Für Tinas Playzones Kanal und die wohnen hier zur Schau drin und der hat gesagt, du musst du jetzt ein bisschen werkeln. Wir haben so ein Musterhaus, das ist noch ganz leer, das musst du aber voll machen, bitte. Tinas Playzone hat sich bei mir gemeldet und hat mir ein Rolling eines Hauses geschickt. Er bat mich, das der Patsy weiterzureichen, um das Ganze einzurichten. Jetzt kommt gleich der Räumungsdienst und reißt das alte Schrotthaus ab und stellt das leere Haus hin. Und die Patsy muss es dann direkt einrichten. Und ihr seht dann das Ergebnis. Die Tinas Playzone zeigt euch das Haus dann auch nochmal in einer Ausführlichkeit, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, und lässt ihre Let's Play Sims dort einziehen. Ich habe jetzt aktuell leider vergessen, wer von welchem Let's Play, aber das ist jetzt egal. Ja, Sandra. Typisch Sandra, nichts mache richtig. Was ist, Patsy? Was willst du von mir? Was ist? Willst du? Krach! Kannst ruhig mit mir reden. Komm, komm. Was willst du denn? Immer hast du was an mir auszusetzen. Weil du bist blöd. Ganz einfach. Wie kann denn du vergessen, meine Auftraggeber? Meine Family. Für wen ist das? Für Kind? Für Nichtkind? Woher soll ich wissen, ob Kinderheim oder Tierarzt oder was für was muss ich machen? Naja, für eine Let's Play Familie einfach. Ja, und ist der Kind dabei oder Baby oder 5 Kinder, 10 Kinder? Für was muss ich einrichten? Bist du noch ganz dichte? Sandra, denken, bitte, bitte. Patsy, es tut mir leid. Ja, nichts tut mir leid, das sind meine Kopfschmerzen, die ich habe bei die Einrichten. Ja, aber Patsy, dann mach doch einfach ein Kinderzimmer so dazu, lass 2, 3 leere Räume übrig, dass die Tina das selbst einrichten kann. Dann ich mache so, wie du sagst und kassiere trotzdem Geld. Okay,
Ja, ich habe der Tina dann jetzt schon geschrieben. Sie darf dann, das mache ich übrigens immer für dich, 2-3 Räume leer lassen. Wie du weißt, war das bei der Muni auch so. Nun komm, sei still. Ich muss machen. Ich bin höchst motiviert. Okay. Dann Tina, danke für die Chance. Dankeschön für deinen Auftrag. Für das, ich habe Geld, obwohl keinen Job. Das ist selbstständige Basis. Ich muss noch anmelden hier. Bei Sims, ich weiß nicht. Wo anmelden, Sandra? Das ist ein Sims-Spiel, Petz. Ich nicht Sims-Spiel, ich real. Hallo, was sagst du? Willst du heute mit mir Stress? Nein, ist okay, Leute. Leute, ich mache jetzt einfach das Haus dahin, lass die Petzi werkeln. Ihr seht eine kurze Einblendung und dann zeige ich euch das Haus. Ja, das ist auch Beste. Ja, komm, geh. Geh ein bisschen, lass mich machen. Sehr gut, ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, wir haben es geschafft. Das Haus steht, Tina. Ich habe lange gebraucht, ich weiß. Aber Petzi muss jetzt erstmal die Tür klopfen, um es euch zeigen zu können. Das ist es schon mal von außen. Wie gesagt, das war nur das Haus und das Gesprühte hier hat sie gemacht. Ich weiß es gar nicht, habe ich den Zaun jetzt? Nee, sie hat noch den Zaun gezogen und eingerichtet. Habe ich den Zaun gezogen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe es nicht gemacht. Die Petzi hat es gemacht, wenn ihr das mitkriegt. Die ist heute nicht so gut drauf. Ihr wisst schon, da angespannt wegen Baby, mies drauf. Petzi, würdest du bitte klopfen? Ja, ich mach. Dass ich zeigen kann, was du gemacht hast. Wir gucken erstmal innen und zeigen euch dann das neue Grundstück. Ich mache hier mal dieses Headline-Effekt weg. Jawohl, wir dürfen hereinkommen und ich zeige euch Haus. Ich zeige ein Haus. Ja, okay, Petzi, dann zeig du es auch. Ich zeige ein Haus, ich gemacht. Ich zeige euch wunderschöne Haus von Tinas Playzone. Diese ist Eingangsbereich. Ein wunderschöner Eingangsbereich mit Sitzcouch und Licht und schöne Pflanzenelementos. In die rechte Zimmer, nein, ich zeige euch zuerst keine Zimmer, sondern ist ein großer offener Bereich. Hier haben wir eine, ja, da können Sie Kleidung hineinpacken und noch restliche Schuhe, die nicht so schön sind. Und Jacken, Volunder, Schals. Ja, Petzi, ist gut jetzt. Ja, Sandra, ich zeige, ich mache. Willst du heute Streit mit mir oder was? Ich nicht gut drauf, Sandra. Nein, nicht gut drauf. Ruhe. Ich erkläre, ich zeige. Ist gut. Entschuldigung. Leute, es tut mir leid. Ich halte jetzt einfach die Klappe. Entschuldigt, Sandras Gezicke heute. Ist furchtbar, diese Mädchen. Diese Frau, furchtbar. In die obere Reihen, wir haben schöne dekorative Elemente. Das nennen sich Regal, falls du noch nicht wissen. Hier sind Pflanzen. Weil Pflanzen bringen Leben in eine Bude. So schöne Hause, meine eigene Hause nicht so schöne. Ich einfach keine Geld gehabt bisher. Wir haben auch wunderschöne Teppich hier, eine weiche fluffy Teppich, die können sich hier eine Pflanze selbst beschnitten, wie wollen. Hier noch eine kleine, upsi, die Uhr, die du nicht gesehen haben, aber peinlich. Hier noch eine schöne Garderobe mit Spiegel, weil schöne Menschen brauchen schöne Spiegel. Hier können Pflanzen und Buch lesen und du siehst noch mehr Teppich. Hier können wir in die obere Etage. Das ist ein offener Bereich. In diesen Bereich kommen wir hinein. Hier sehen Musikecke und Trinken und noch mehr Dekorationen. Und ebenfalls eine wunderschöne Ecke zum Lesen, Sitzen, Leute begrüßen. Ich habe hier Tinas Playzone Bild hingestellt. I mean, this is from SimSanity oder Orchideenfuchs. Wenn du aber hier reinkomme, kommst du an den Klavier vorbei und diese ist ein Wohnzimmer. Du könntest vielleicht fehlen etwas, weil ich in diese Tab-Modus bin gerade. Hier sehen Sie unsere weiße Couch, wunderschön. Sie kommen hier noch in die Garage, in eine umgebaute Garage. Denn wir haben uns dazu entschlossen, Garage zu deaktivieren. Die Tür ist geschlossen. Wir haben Ihnen Wände gezogen, aber ich zeige Ihnen gleich alles, nicht alles auf einmal zeigen. Hier können Sie konkrete Kunst und auch hier Fliede, schöne Pflanzen, etwas für die Duft in die Haus und eine wunderschöne, schöne Atmosphäre schaffen können mit Kerzen und dem Akzente. Und auch hier geht es offen weiter in die Kitchen, aber zuerst zeige ich euch hier einen Sitzplatz mit Fashion-Spiegelung und schöne, bequeme, asiatisch angehauchte
Stuhl, hier eine Heizung, falls mal kein Holz da ist, weil aktuell das Holz alles teuer, deshalb immer absichern mit einer Solaranlagen-Heizungs-Dingsterbumster. Hier wieder schöne Teppich, eine Sitzmöglichkeit vor die Kamin. Er ist noch schön sauber. Hier haben Holz gekauft schon für zum Holz abfackeln. Hier, Sie sehen noch Spiegel und weitere Heizung, damit schön warm ist, denn dieses Haus ist schon recht groß gehalten in die freien Räume und da müssen nun mal heiß sein. Warum spielen das Spiel? Upsi, Entschuldigung, mir war kurz schwindelig, ich nicht wissen. Noch eine Spiegel, du können hier chillen und ich habe ein bequemes Kissen noch hingelegt. Da können sie trinken und lesen. Ich denke, ist das Beste, um sich bequem zu machen, eine Leseecke. Ich liebe Leseecken, obwohl ich nicht lese, aber es schafft eine wunderbare Atmosphäre. Hier können Musik machen, ist schon gezeigt. Okay, das ist eine schöne schwarze Küche auf Terrakotta angehaucht Fliese. Diese Fliese sind braun, aber trotzdem aus dieser Terrakotta Stone. Ich habe extra einfärben lassen von die Ton. Das ist eine wunderschöne neutrale Farbe für alle Sims, die es gibt, weil ich kannte diese Sims persönlich nicht, noch nie gesehen in meinem Sims-Leben. Was Sandra sagt dazu, nicht wissen, aber sie kennen alle Sims von die Let's Plays. Ich will nicht jetzt mit Sandra sprechen, ich rede hier, okay? Ich sehe, Mülleimer ist hier hinten, eine wunderschöne Kühlschrank. Sie sehen wunderbare Bilder, Mikrowelle und hier ist eine schöne große Tisch zusammengeschustert von mich für dich, Tina, und deine Let's Play Familie. Hier auch diverse Rollos und du sehen, wir können aufziehen, zuziehen, wie wir wollen. Hier ebenfalls Zuheizungen, weil warm, große offene Raum. Du können hier an die Theke sitzen und essen und plaudern, während hier gekocht wird. Und alles ist in Ordnung. Ich habe vergessen oder verloren die Toddlerstuhl. Du müsstest eine neue kaufen, es tut mich leid. Toddlerstuhl weg? Keine Ahnung wo. Wir gehen zunächst einmal in diese kleine Raum weiter, denn dieser Raum ist eine kleine Bathroom. Du haben eine Dusche mit Motivationsspruch Liebe und hier gleich die Waschbecken und das muss reichen für dieses Stockwerk. Eine wunderschöne Bad. Hier haben alle notwendigen Dinge, die notwendig sind in dieser Räumlichkeit und hier eine Waschbecken. Das reicht schon für glücklich sein, um Pipi und Kaki zu machen. Wir gehen weiter in die nächste Room, in diese Room rein. Diese eine Zimmer für eine Woman, für Frau und Mann eventuell. Du können hier chillen mit Yoga und Meditation und hier fliege Flugzeug vorbei. Es tut mich leid, so laut. Dann haben hier Pflanzen, Lesestoff und juhu, hier sehen mich im Spiegel. Hier eine Nachttischkerze, damit eine schöne Schlafatmosphäre kommt. Wir können malen, hier sehen andere Bilder. Dieses ist eine wunderschöne Tapete. Ich bin nicht drauf eingegangen, das ist so Kriegsstyle gemäß. Und Pflanzentapete für, das symbolisiert eben Leben und Kunst. Hier schöne Vorhänge, die ich mag und eine PC-Ecke. Du könntest sehen wieder Pflanzen und Kerzen und hier, falls du nachts Cookies und Tee willst, du können bedienen oder in die Topf Pipi machen, wie du möchtest. Du könntest Pflanzenarrangements machen. Eine Regal, du machen, du wissen, wie ein Regal funktioniert. Oh, du gucke nicht so, ich rede nun mal so, ich bin wie ich bin. Die Frau gucken sehr unhöflich, Sandra. Sandra? Wo Sandra sein? Ich nicht wissen, wo Sandra sein. Egal. Du sehen hier noch eine Buch- und Buchregal und alles Mögliche darin, das in die Haus verteilt war, ich hier reingestopft. Das war dieser Raum, dieses Stockwerk. Wir gehen jetzt hier Treppen hinauf. Wir kommen auf diese Bilderwand. Hier schöne Fotowände. Denn Sandra sagen hier Tina lieben Foto an die Wand. Hier eine Pinnwand und wunderschöne Bücherregal und Sitzecke in diese
obere Flur. Sandra sagt es schön bequem machen mit Family-Bilder und alles. Ich habe eingerichtet mit schönen Teppich, schöne Holzböden und Elemente. Diese eine offene Flur, du können hinuntersehen in die Wohnzimmer, in die Eingangsbereich oder auch in Küche. Ebenfalls hier oben für die Heizungsanlage eine schöne Kaminecke, verziert mit Blumen und Blumenwand ebenso. Sehr, sehr schön von mir eingerichtet. Ich bin die beste Einrichtungsfrau der Welt. Ebenfalls hier wieder Heizung, damit nicht kalt wird. Oh, ich liebe diese Ecke. Sieht so harmonisch aus. Wunderschön mit den Kerzen und hier der Tisch und diese Lampe. Ich liebe. Hier wieder Jalousie an Wand mit Uhr und viele Fotomöglichkeiten. Und Sie können hier trinken, mixen, trinken, plaudern. Und wieder Foto, damit nicht vergessen wird, schöne Momente aufnehmen und erinnern. Hier können Sie Sport machen, wie wollen. Eine weitere Leseecke, weil nicht wusste, was sonst machen. Lese und Blumen ist immer gut. Sie können hier rausgehen auf Terrasse. Nichts Besonderes, außer eine Schirm und eine Chill-Lounge-Ecke mit schönen Lichtern. Hier, du können in diese Tür gehen und du sehen eine Schlafzimmer. Ebenfalls für, also dieses Schlafzimmer ist für männlich. Männlich hat viele schöne dunkle Töne, Bilder, auch erotische Art. Und du siehst hier wunderschöne Couch, wunderschöne Tisch und eine Vase. Du können platzieren Blumen. Hier ist die Büroecke für den Mann. Er kann schön in diese warme braune Holz alles gehalten. Er kann nur gewinnen in diesem Haus. Er kann hier am PC arbeiten und Radio hören mit dieser, der funktioniert, ich selbst getestet. Überall schöne Kerzen, schöne Gerüche, da muss man sich heimelig fühlen und kann sich hier schön gemütlich machen. Ebenfalls alles schön in Holz gehalten und liebevoll gestaltet von mich, diese Kommode. Es ist einfach nur wunderschön, ebenso hier zu sehen. Ein Bett für die Mann und Techtelfrau, wenn will oder Mann und Mann, ich nicht wissen. Vielleicht eine Bisexuelle oder Schwule, ich weiß nicht. Ich sehe Sandra winken. Okay, ich habe wieder falsch gesagt, tut mich leid. Hier noch schöne Akzente gesetzt und das war es schon in diesem Zimmer. Ich liebe diese Zimmer, meine Favorite. Gleich weiter raus und in diesem Raum ist dieser wunderschöne Baderaum. Ich habe ihn anders gestaltet als sonst. Eine akzentreiche Fliesenarbeit ist hier geleistet. Du sehen blaue Töne und ja, du sehen einfach ja schöne Bilder wieder oben rum, ganz viele Pflanzen. Manchmal, wenn ich in Tab-Modus bin, viele Dinge übersehen. Deswegen guckt Tinas Playzones Kanal, um besser alles sehen zu können, während gespielt wird. Egal, Licht, alles da. Alles ist da. Aber manchmal ich nicht sehen im Tab-Modus. Hier haben wir eine tiefer gelegte Badewanne. Diese funktionieren aus Edelmarmor. Hier sehen wunderschöne Fliesenarbeiten mit Toilette, die hängt und alles schön Auge in Auge. Harmonie mit Spiegel und Bilder und Handtuch und du sehen einen Schrank. Es ist einfach wieder mal eine Meisterleistung von mich geworden für Tinas Playzone diesmal. Und wenn auch du ein Haus hast und viel Geld deine Sim für mich haben, melden dich bei mich, ich richte dich das Haus ein. Ja, Sandra. Ist gut, ich richte ein Haus ein. Hab ja doch gesagt, ich richte Haus ein. Nee, du soll einfach still sein heute. Ich nicht gut drauf, Sandra. Gott, diese Zicke. Ich nicht Zicke. Hier ein Raum, diese leer. Ich habe nur Tapete verwendet, weil ich liebe diese Tapete. Es könnte irgendein Raum sein. Und dann gehen wir noch in diesen Garageraum und dann gehen wir raus. Wir gehen jetzt nach unten. Wir gehen in diese leere Raum für umgebaute Garage. Ich gesagt, wir haben eine Wand gezogen. Wenn wir hier so durch die Wand gehen würden, wir würden noch die Garagentüre sehen, aber wir haben alles weggemacht. Das ist nur Optik. Entweder du könntest da machen Babyraum oder eben was anderes. Hier du können rausgehen in die Garten und ich zeige euch die Garten mit schönen Elementen, mit Wasser, Sitz,
Gelegenheit Pflanzen und viele Steine, denn dieser Garten war sehr uneben. Du siehst jetzt nicht mehr durch die Steine, denn da waren überall Löcher zu sehen. Hier eine bunte Vielfalt an Pflanzen und Libellis, Wasser, ein schönes Geräusch. Du musst zwar Pipi, aber beste Geräusch auf Erden. Die Familie kann hier schöne Zeiten an diesem wunderbaren Grillfeuer verleben. Und du siehst im Hintergrund überall kleine Akzente in die Büsche und Steine versteckt. Überall du könntest Pflanzen kümmern sich um sich selbst, wie du wissen. Hier eine Whirlpool und eine Liegegelegenheit. War schon vorgegeben, die Pool. Wie man sehen kann, an die Treppe so hoch, alles tief. Ich habe Pflanzen und Steine geschleppt und Fingernagel abgebrochen. Wie oft Fingernagel gebrochen? Nur für dich, Tina. Hier sehen ein Elefant und Blubberblasen fliegen hierauf. Ich extra keine Mühen und Kosten gescheut. Du können sehen, Platz zum Setzen, Grillen, abends schöne Wetter und alles schön Romantik. Überall Pflanzen, Wasser, Pflanzen, Mülleimer, Wasser. Das ganze Grundstück ist in Pflanzenliebe gehüllt. Die da waren schon. Alles Bunte, was zu sehen ist, von mich persönlich gepflanzt worden. Ist doch gar nicht wahr, Petzi. Ich war die Blöde, die die Pflanzen reinsetzen musste. Ja, okay, ich wenig nicht die Wahrheit gesagt. Es tut mich aber nicht leid. Ja, Petzi, ich hab mir die Fingernägel hier krumm geschuftet. Ich musste die Steine schleppen und ich hab sie platziert und ich muss die Pflanzen reinmachen. Irgendwo hört's aber auf. Ich hab auch ein bisschen Anerkennung verdient. Ja, okay. Ich nicht habe Fingernägel bei Steine schleppen abgebrochen. Trotzdem Konzept Pflanzen, alles meine Idee, alles meine Werk und meine Geld. Ich gebe doch nicht Sandra hier die Geld für meine Arbeit. Oh je, heute haben wir uns lieb, Petzi, was? Oh, ist gut. Du siehst hier Haus von die Außen, Bad innen alles von mir, das ist von oben und das hier von unten, dieser offene Bereich und auch die leere Raum. Und jetzt, ich kassiere, ich glaube, 60.000. Ich schreibe mir erstmal 50.000 auf meine Konto. So, ich habe hiermit meine Bestreben erfüllt und bin herrlich reich. Und gehen jetzt zu Ari nach Hause. So, ich hole jetzt die Petzi nach Hause. Ich muss echt sagen, ich mache hier mal ganz kurz Pause. Boah, die ist heute so zickig und so schlecht gelaunt. Es tut mir so leid, wie die heute drauf ist. Aber ich habe das jetzt endlich gemacht mit diesem Grundstück. Beim nächsten Mal muss ich noch unbedingt ein Grundstück von der Christa besuchen mit der Petzi. Vielleicht ist sie ja dann ein wenig besser drauf. Sie hat jetzt ein abgeschlossenes Bestreben. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich darf dann gleich mal gucken. Petzi ist da. Da ist sie. Sie kommt gerade nach Hause, unsere Liebe. Hat jetzt echt viel Geld. Wir könnten eigentlich endlich umziehen und ein Haus machen. Aber das mache ich dann noch im Laufe der Zeit. Und ihr dürft euch den Ort aussuchen, wo unsere Petzi hinziehen soll. Oder mit der Familie natürlich. Okay, die haben jetzt ganz schön viel Geld bekommen. Dankeschön, Tina, für den Auftrag für Petzi. Und ich hoffe, ich gehe jetzt der Petzi nicht auf den Geld. Im Moment ist sie ganz glücklich. I love you. Can't wait for this moment with you. Okay. Du hast ja auch wirklich nur das eine Thema im Kopf. Die sich hier wieder tut. Ah, dann hat sie ihren Job nicht mehr verloren oder ich habe ihn neu angenommen. Ich glaube, ich habe ihn neu angenommen. Ich bin mir nicht sicher, aber am Mittwoch warten wir es mal ab. Dann hat sie halt noch ein paar freie Tage wegen Baby oder so. Heute habe ich schon über eine halbe Stunde aufgenommen, um euch das Haus zu zeigen. Aber ja, das gehört halt dazu, wenn man schon Dekorationen Let's Play spielt. Und unsere Petzi. Ja, die fühlt sich jetzt ganz wohl, weil hier gemütlich ist oder war oder schön dekoriert. Ich möchte ganz gern, dass du mit ihr sprichst und schau sie mal verliebt an, weil die sind ja jetzt ganz frisch verheiratet. Die beiden Süßen kommen gerade aus den Flitterwochen wieder. Hey, seid ihr süß, ja. Und er zeigt dir halt immer wieder seine Liebe und es geht auch meistens nur von ihm aus. Ja, Morty ruft an. Bitten darum, keine Kondome zu benutzen. Mach das mal, sag er. Ich will noch mehr Kinder mit dir. Willst du das auch machen? Diesen Sim benutzt keine Kondome mehr, wenn sie zusammen Wuhu machen. Du kannst sie jederzeit wieder dazu bringen, sich zu schützen, indem du bitte Kondome benutzt. Ja, Petzi tut jetzt erstmal so, als wäre alles in Ordnung. Vielleicht, keine Ahnung. Aber die beiden verhüten nicht. Vielleicht kriegt sie dann noch ein richtiges Kind von ihm irgendwann. Aber geplant ist derzeit keins. Aber er plant welche und sie will unbedingt gar keine Kinder. Sie ist voll genervt von dem Baby und... Ja, Petzi... Dann war es das heute von dir erstmal. Ich habe heute wirklich nur das Haus zeigen wollen
Und zu einem in die Geschichte wieder zurückkommen wollen mit der Patsy, weil sie hat ja das Baby bekommen, hat es dem Harry angehängt. Du bist Sandra. Ist ja gut. Ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall, Patsy ist heute sehr anstrengend gewesen und ich habe jetzt auch keine Lust, mich mehr anpatzen zu lassen. Und werde jetzt die Folge beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Dankeschön, dass ihr die Folge geguckt habt. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder mit unserer lieben Patsy. Dann geht's ein bisschen weiter mit der Storyline, aber die muss nochmal auf ein anderes Grundstück gehen. Okay, Leute, macht's gut. Und Patsy, möchtest du noch was sagen? Ja, natürlich. Ich muss was sagen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder hier in meinem wunderschönen Platz. Bitte schreiben mir, wenn du haben einen Auftrag für mich. Nächste Woche, ich zeige euch Christa-Grundstück. Ich soll dann gucken und ein wenig dekorieren. Machen Sie es gut und ich... Danke, Patsy. Danke. Patsy. Jetzt, Alter, mitten im Satz. Ja, ich habe Hunger. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ist schon gesagt. Bis dann, ich keine Zeit mehr. Tschüss. Okay, wir gehen. Die ist heute nicht gut drauf. Ihr wisst, Baby und so. Ja, hallo Katze. Magst du uns heute lieb verabschieden? Haben wir heute jemanden, der uns lieb hat? Hallo? Bitte Aufmerksamkeit! Oh, ich gehe jetzt. Ich bin ganz traurig. Tschüss, Leute. Tschüss. Jetzt kommt sie zu uns. Ja? Oh.